Fenster hin. Und zwar, wo wäre es denn ganz nett eigentlich? Ich baue es mal hier hin. Natürlich auf der anderen Seite ebenfalls, damit das Ganze parallel ist. Warum nehme ich eigentlich nicht die Holzspitzhacke? Gut, das Glas können wir auch gleich reinlegen. So, Bilder möchte ich mir später auch noch hin platzieren. Wir setzen ja so wenig Akzente, habe ich gemerkt. Bei den Häusern. Verdammt, jetzt sehe ich hier kaum was. Ich frage mich, wo die Höhle ist. Ich meine, das ist ein Haus, keine Höhle. Naja. So, wir haben doch bestimmt irgendwo noch Fackeln hier. Ja, genau. Fackeln. Ohne lange zu fackeln, greife ich nach den Fackeln. Ich glaube, den Witz hatten wir schon zum 100. Mal in diesem Let's Play. Ohne Höhle. Ist das eine Festung? Wo ist denn der Silberfisch-Spawner? Ich bin gespannt, wo er ist. Okay, gut. Ich mache es wie auf der anderen Seite. Das Fenster baue ich nämlich hier hin. Muss schauen, dass es richtig auf der gleichen Ebene ist, ja. Und da ist die Holzspitzhacke im Arsch. Oder beziehungsweise kaputt. Na, ich will dich noch. Oh, jetzt muss ich hier rauslaufen, um den Block zu holen. Aber ich jetzt, dadurch werde ich bestimmt nass. Okay, egal. Lalalalalala. Oh Gott. Wo ist mein Regenschirm? Hier wird's nass. Hast du meinen Block? Das ist mein Block. Mein Block, mein Block, mein Block. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel. Na gut, so weit sind wir noch nicht. Mein Block. Mein Zuhause, mein Block hier. Meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Okay, gut. Dann hier Glas hin. Und dann hier noch. Ja, gut, dann müssen wir hier nur diesen Boden hier platzieren. Oh, hier haben wir vergessen, die Erde zu entfernen. Gut, und hier baue ich auch noch Glasdingens hin. Hier und hier, oder Fenster in dem Fall. Fenster ist das richtige Wort, genau. Glasdingens, genau. Okay, das sind Fenster, ist jetzt, heißen ab sofort jetzt Glasdingens, ne? Merkt euch das. Wenn eure Lehrer... Wenn euer Lehrer euch nach dem Wort Fenster fragt, sagt Glasdingens. Mit freundlichen Grüßen von YoungKP. Und jetzt Lex mit freundlichen Grüßen von Fraps. Na, oh, Fraps, was willst du denn? Okay, jetzt geht's wieder. Gut, jetzt sammeln wir ein bisschen Sand, um die Fenster hier zu platzieren. Und dann werde ich hier die Erde ausruppen, damit wir hier, ja, Wolle hin platzieren können. Und dann ist unser Haus, der erste Stock, schon, ja, fertig, kann man sagen. Bis auf die Tatsache, dass wir noch Einrichtungsgegenstände brauchen. Und Fenster und Dekoration und halt den ganzen Schrott, ne? Gut, jetzt suche ich nach einer Schaufel. Wir haben doch im letzten Part eine gemacht, oder? Ja, genau, da sind sie. Da sind sie. Mein schwäbischer Akzent macht sich wieder bemerkbar. Da sind sie. Oder ist das schwäbisch? Ich habe keine Ahnung. Ha, jetzt weiß ich warum. Ah, jetzt weiß ich warum ich hier. Oder wobei. Das passt eigentlich. Passt sogar ganz genau. Oh, ich bin begeistert und beeindruckt, ja. Begeisterung. Er hat der Vergangenheits-Kevin vergessen, die Blöcke ordnungsgemäß zu platzieren. Jetzt habe ich hier so Löcher drin in der Zwischenebene. Wartet aber gar nicht gut. So, ja, machen wir das auch noch weg. Jetzt rede ich hier auf Gölsch mit euch, obwohl ich Bayer bin. Scheiß doof. Ich kann sehr gut Gölsch sprechen. Ist es Kölsch? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit den Akzenten nicht aus. Ich werde dich umbringen. Das ist doch Kölsch, oder? Ja, ich glaube schon. Also, falls ihr aus Köln kommt, ihr könnt mich ja belehren oder Kölsch beibringen. Ich kann kein Kölsch.
So, gut. Also gut, dann brauchen wir noch ein paar Wolleblöcke. Wolleblöcke? Ist das Kölsch? Ach, egal. Ah ja, hier ist die Schere. Das ist gut. Das ist gut. Ah ja, Sand brauchen wir auch noch. Wie gut, dass wir an dem Sandstrand sind, ne? Oder an dem Sandstrand zwar nicht, aber an dem Strand mit Sand. Gut, wir haben auch lange keinen Sand mehr gesammelt. Ich glaube, ich nehme hier gleich... Ah, Moment, muss mich mal kurz an meinen, ihr wisst schon was kratzen. So. Okay, gut. Jetzt haben wir, ich würde mal sagen, ein Stack Sand als Vorrat. Während ich euch über die Abenteuer von Christoph Kolumbus unterrichte. Nein, natürlich nicht. Wir wollen schon was hören. Geschichte. Blah, wir brauchten sowas. Nein, natürlich nicht. Ich, also im Ernst, ich interessiere mich sehr für Geschichte. Keine Ahnung warum. Ich mag halt Geschichte. Schon in der Schule habe ich Geschichte geliebt. Fand ich immer faszinierend, wie die Leute damals gelebt haben. So, und schon haben wir einen Sandstack gesammelt. Das ging ja schnell. Und unsere Sachen sind auch gewachsen. Das ging ja auch schnell. Aber ich weiß nicht, ob die fertig sind. Ich glaube, die sind fertig, oder? Ja, die sind fertig. Okay. Gut, die brauchen hier noch ein bisschen. Wo sind die Kartoffeln? Die Kartoffeln, das ist das Wichtigste. Das Schäfchen, das bietet sich mir förmlich an. Dankeschön für die Wolle. Für den Boden, meine ich. Für den Wolleboden. Und da hinten ist auch ein Schäfchen. Muss die Schafe beschneiden. Shalom, hier ist der Rabbi. Ich werde euch beschneiden. Macht es bei den Juden eigentlich der Rabbi oder? Ich habe keine Ahnung. Also gut, dann was wollte ich denn machen? Ach ja, das Sandeisen, ja. Nein, das Sand brennen. Ich tue jetzt mal diesen Stack rein. Und den restlichen Stack, den lagern wir einfach mal in die Truhe. Wie lange nehme ich denn jetzt schon auf? Ich nehme mal ein bisschen mehr auf dieses Mal. Da muss ich morgen nicht mehr aufnehmen. Habe ich gerade für morgen schon den Vorrat. Ja, so sieht das Haus von oben aus. Ich bin dann überlegen, ob ich hier Schluss mache mit dem Hausbau. Also mit dem zweiten Stock. Und vielleicht baue ich hier vielleicht eine Terrasse in. Das wäre es doch. Vielleicht eine Terrasse. Mal schauen. Also hier baue ich auf jeden Fall einen großen Raum hin oder sowas. Mal gucken. Ist alles immer, wie gesagt, noch in Bearbeitung des... habe ich noch gerade gesagt. Wie kann ich dann sagen, dass es wie gesagt ist? Also es ist alles in Bearbeitung noch alles, ne? Hier oben. Und ich muss dann schauen, offscreen oder so, wie ich das Ganze am besten bauen kann. So, und gleich können wir uns einen Glas-Ding jetzt machen. Glasscheiben oder Scherben, whatever. Ja, wenn ich sie anfasse, werden sie meistens zu Scherben. Amazon-Musik. Weg damit. Was ist das für eine Musik? Ach, dieses Anno. Okay. Anno. Wusstet ihr, dass Anno auf Japanisch ja heißt? Ach, nur so. Weiß ich halt einfach nur so, ne? Oder früher, ich weiß auch nicht. Irgendwas mit Zeit, ne? Okay, gut. Na, jetzt aber geh da hoch. Danke. So, jetzt platzieren wir hier die Wolle noch hin. Oh, das war meine Flasche. Sorry, falls ihr euch gerade erschrocken habt. Ich habe mich auch gerade erschrocken, ne? Oh, du böse Flasche. Dafür trinke ich jetzt einen Schluck. Moment. Weil es gerade so schön regnet. Okay, gut. Kirschsaft. Lecker. In der Flasche. Ja, Kirschsaft in der Flasche. Gibt's auch nicht alle Tage. Habe ich mir selber gemixt, deswegen. Autsch. Ist mein Helm jetzt? Nein. Verdammt, der Helm. Ich polster den Helm quasi ab, deswegen stirbt der jetzt nicht.
Die Musik kenne ich nicht. Die macht mir Angst. Weg damit. Hilfe! Einbrecher! Einbrecher! Verschwinde! Okay, gut. Hier können wir Glasdingens. Oder haben wir schon? Haben wir schon, oder? Lol, haben wir schon. Man sieht den Glasblock gar nicht. Oder hättet ihr denn den Glasblock gesehen? Ich nicht. Das ist doch kein Glasblock. Moment, Musik zu laut. So. Okay, gut. Ich glaube, wir könnten jetzt langsam anfangen, Bilder zu machen. Wir haben hier graue Wolle irgendwo. Die können wir verwenden. Wo ist die denn? Graue Wolle, zeig dich. Du bist festgenommen. Zeig dich, graue Wolle. Wo ist die graue Wolle? Entweder bin ich gerade ein blindes Hühnchen oder ich sehe es gerade nicht einfach. Oder beides. Wo ist die graue Wolle? Jetzt mal im Ernst. Ich hatte hier vorhin graue Wolle. Ich habe es genau gesehen. Wo ist die? Graue Wolle, wo bist du? Zeig dich. Ich stelle auch keine Fragen. Das ist normale. Da ist die, okay. Mann, die kann man aber kaum unterscheiden. Gut, dann nehme ich hier die graue. Die normale Wolle, meine ich. Zu sie sofort hier als Boden missbrauchen. Und als nächstes machen wir uns ein paar Bilder. Ich habe lange keine Bilder mehr gemacht, muss ich zugeben. So, gut, aber ich weiß noch das Crafting-Rezept. Und zwar macht man Bilder so, indem man das. Nein, nicht so. Ja, doch. So. Boah, da hat man gerade mein Fraps-Dingens gesehen. Hallo, Fraps-Dingens. Und dann hier Wolle in der Mitte und man kriegt. Ja, gut, das heißt Gemälde, ich weiß. Aber Bild klingt besser. Ich meine, wer sagt schon Gemälde? Das sagen Künstler. Ich habe hier ein matrifikisches Gemälde hier hingebaut. Also gut, dann hier blaue, hellgraue, blaue Wolle, egal. Oh, die Sticks reichen ganz genau. Die Sticks, ja. Ich stick's dir. Gut, wir könnten es hier hinbauen. Nee, ist doof. Wer will denn schon so einen alten Schwertkämpfer da als Bild haben? Na, wo ist das Bild hin? Bild, hallo, zeig dich, wo bist du? Bild. Bild, bist du unter meinem Bett? Nein. Ach verdammt, jetzt haben wir keinen Spawnpunkt mehr. Ah, was habe ich getan? Na egal, wenn wir schon dabei sind, platziere ich das Bett gleich an seiner ordnungsgemäßen Position. Position. Bett. Dann eben hier. So, jetzt müssten wir, glaube ich, einen Spawnpunkt haben. Oder vielleicht auch nicht. Ist egal. Ah, da ist das Bild. Hallo Bild. Ich dachte, du wärst hier hingeflogen. Mensch, diese Bilder, die machen sich selbstständig. Du bist wie Kinder. Du machst dich selbstständig. Ah. Ich habe zu viel JBB gesehen. Hall of Shame. Deswegen. Verdammt. Hier. Wo ist das andere Bild? Hallo, anderes Bild. Ich dachte, es wäre hier, Alter. Wo sind die Bilder? Ich kann mir echt kein Bild davon machen, wo die Bilder sind. Egal, ich lasse jetzt einfach mal das Bild. Ist ja eigentlich egal. Dann, wo würde hier noch ein gutes Bild hinpassen? Hier vielleicht, hier in der Mitte. Na, ich möchte ein großes Bild. Bild, wo bist du? Bild dir deine Meinung. Nein. 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 Bild, hier. Nein. Ja, es wäre lustig, wenn hier ein Creeper mal vorbeischauen würde. Aber nein. Das sieht irgendwie aus wie. Hallo, Poltimeus. Keine Ahnung. Irgend so ein Grieche. Nein. Das Bild würde zu einem Griefer passen. Ich meine, wir haben hier Wolle. Und hier ist so ein Typ, der zeigt, wie man Wolle abfackelt, ne? Ich glaube, ich lasse es mal. Ne, falls hier mal sich ein Hacker einloggen sollte auf meinen Minecraft-Server, dann ist das hier eine Aufforderung, hier die Wolle hier abzubrennen. Und ich werde euch das jetzt demonstrieren. Nein, natürlich nicht. Oder vielleicht doch? Nein. So, wo ist denn jetzt die dritte Wolle hin?
Oh, Schäfchen! So viel Wolle! Muss Wolle sammeln! Oh, viel Wolle! Dankeschön! Und die Sonne geht unter. Okay, jetzt haben wir 7 Wolle. So schnell kann es gehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Damit können wir uns 7 weitere Bilder machen. Wenn wir natürlich das Holz dafür haben. Ich glaube, jetzt haben wir gar kein Holz mehr. Weil wir das meiste davon für den Bau des Hauses jetzt gerade verschwendet haben. Was heißt hier verschwendet? Ich meine, höchst professionell angewendet haben. Wir haben hier noch Kies. Ich glaube, das kann ich benutzen, um einen Weg zu bauen. Und zwar, ja, ich baue den Weg jetzt mal ungefähr... ein bisschen das Zeug weg. So, wo baue ich denn den Weg hin? Ich glaube, hier nach drüben. Hier drüben, genau. Gut, dann baue ich es hier ein bisschen tiefer hin. So, leck. Oh, ein FPS gerade. Gerade hatte ich voll den Hangover. Okay, gut. Dann bauen wir jetzt das Gravel dorthin. Lalala. So, okay, gut. Ja, sieht ja ganz nett aus. Hier vielleicht noch ein paar Erdblöcke hin. So, nein. Oder? Was meint ihr? Sieht es gut aus? Ich glaube nicht. Irgendwie ist das eine Ebene zu hoch. Ich glaube, ich verbinde das Ganze hier noch so ungefähr. So sieht es vielleicht jetzt ein bisschen... Wobei, ich baue es jetzt mal dort noch ein bisschen. So, sieht schon ein bisschen besser aus. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Wir können es ja später noch detailliert weiter ausbauen. Das ist halt jetzt nur noch da. Nur da, damit wir halt... Oh, du kommst weg. Du stehst mir im Weg. Du bist wie der Dschungelwald. Du stehst mir im Weg. Oh. Gut, dann baue ich hier noch eins da unten. Also, ne, falls ihr beim JBB mitmachen wollt und euch Punchlines fehlen an schlechten Punchlines, mangelt es bei mir nicht. So. Lalala. Na, ich finde schade, dass hier jetzt halt das Gras hier verschwindet, wenn wir hier jetzt den Weg hinbauen. Dann ist nämlich der das schöne Gras weg. Oh, 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 der war nicht mehr schön. Der war einfach nur traurig. Der war traurig. Ich fange jetzt selber an zu weinen. Oh, Feuerstein. Hallo Fred Feuerstein, was geht? Jabba dabba du! Und die Schafe haben wieder neue Wolle für mich. Ganz schön produktiv. Oh, oder vielleicht auch nicht. Nur eine Wolle? Ist nicht gerade viel. Da war doch vorhin noch ein Schaf. Wo ist das? Wo ist das? So, wenn wir noch ein paar Glowstones hätten, können wir hier vielleicht so Laternen hinbauen. Und hier ein kleines Dörfchen hinbauen schon mal. Oder wir können es ja... Wir können den Weg hier nach hinten hinbauen. Quasi hier so die Ebene hier dann voll bauen. Platz haben wir ja eigentlich theoretisch. Gut, aber jetzt baue ich lieber noch ein paar Bilder und dann beende ich den Part auch schon. Ich war heute sehr produktiv. Ah ne, wir haben ja kein Holz. Oder was ist das denn? Achso, Sand. Na gut, dann beende ich den Part halt jetzt an der Stelle. Zunächst platziere ich noch die Wolle dorthin. Da können wir uns zwar keine Bilder mehr machen fürs Erste, aber die Schafe, die sorgen ja schon dafür, dass wir noch weitere Wolle bekommen. Gut, dann gehe ich jetzt pennen und sage bis zum nächsten Part. Ciao, Leute!